Studium oder Ausbildung? Vor- und Nachteile abwägen. Die Gründe, die für das Studium oder für das Ausbildung sprechen, sind massenhaft und oft sehr individuell. Eins ist aber sicher. Heutzutage sollen junge Menschen entweder eine gute Ausbildung oder einen Studienabschluss in der Tasche haben, um bessere berufliche Chancen zu bekommen. Manche wählen ein Studium, weil man bestimmte berufliche Ziele nur mit dem Studium erreichen kann. Dabei stellt sich aber unter anderem die Frage nach der Finanzierung. Es ist nicht leicht, ein Stipendium zu bekommen. Einen Minijob empfinden viele Studenten als Belastung. Und dann bleibt nur eins, und zwar Unterstützung der Eltern. Das finde ich einen entscheidenden Nachteil, da viele kein Geld von ihren Eltern möchten. Selbst wenn Eltern nicht kontrollieren, möchten junge Leute ihr Geld lieber von sich aus verdienen, um Verantwortung zu übernehmen und sich selbstständig zu fühlen. Darüber hinaus bietet eine Ausbildung viele Vorteile und führt zu Unabhängigkeit. Man gewinnt dann Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und muss seinen Eltern nicht Rechenschaft ablegen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, meiner Auffassung nach, die Praxiserfahrung. Junge Menschen sollten so früh wie möglich die Berufspraxis kennenlernen. Man kennt die Arbeitsabläufe in einem Betrieb und verdient auch schon Geld. Natürlich ist es manchmal einschränkend, Studium und Leben mit einem geringen Einkommen zu bewältigen. Aber eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren ist auch nicht so leicht. Oft muss man Dinge zu tun, die man längst kann oder die Kollegen nicht erledigen wollen. Das muss man akzeptieren können. In diesen Jahren hat man weniger Freizeit und ein klassisches Studienleben mit Freiheit kann man vergessen. Abschließend würde ich sagen, dass sowohl ein Studium als auch eine Ausbildung überzeugende Vorteile haben. Es ist positiv, so viele vielfältige Möglichkeiten zu haben, da jeder ganz nach seinem Geschmack und seinen Vorstellungen entsprechend wählen kann.